Hallo, grüßt euch, schön, dass ihr bei mir reinschaut. Heute backen wir Brot im Dutch Oven auf dem Holzherd. Ob das funktioniert? Es hat funktioniert. Erst ein gescheites Feuer rein gemacht und den Topf auf den Herd gestellt und den Deckel drauf gemacht, dass es so richtig heiß wird. Wir brauchen Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Wir wiegen das Mehl ab. Die Hefe zerbröseln wir. Das Salz rein und das Wasser. Und ab geht's mit dem Teig. Erst einmal in meine Rührmaschine. Und das ist jetzt Teigmeditation. Ja, aber das muss ich euch zeigen. Das schaut einfach toll aus. Auf jeden Fall muss man den Teig dann nochmal kräftig mit der Hand durchkneten. Immer mit den Ballen, mit den Handballen schieben. Und zum Schluss wird er wieder tätschelt. Nein, in den Topf. So deckt und gehen lassen. Wenn er gegangen ist, tun wir einen Topf Mehl rein. Setzen den Teigling, den gegangenen, den knete ich nochmal zusammen. Hab den Teigling so rein. Oben noch ein bisschen Mehl, Deckel drauf. 2,5 Stunden mittlere Hitze. Und was sage ich euch? Das Brot ist klasse rauskommen. Yes. Abkühlen lassen und anschneiden. Einfach genial. Energie gespart ohne Ende. Wenn ich dran denke, was der Backofen normalerweise verschluckt. Super. Und passt doch. Besser geht nicht. Jo, werde ich wieder malen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmalen, wenn ihr einen Dutch Oven habt. Fertig, Servus und Ade, eure Emma.